Filmpreisen ausgezeichnet. Gleichzeitig soll die Wertschätzung für Dokumentarfilme für Kinder gefördert werden. Tanja Tlatlik ist die Projektleiterin des Festivals. Sie hofft, dadurch junge Menschen für schwierige Themen zu sensibilisieren. Heutzutage Jugendliche, Kinder, auch Erwachsene natürlich, wir nehmen unglaublich viel auf. Jeder hat das Handy bei sich, jeder kann sich angucken, was er möchte, aber es fehlt so ein bisschen die Einordnung, das Gespräch danach und auch die Fokussierung auf bestimmte Themen. Dieses Jahr liegt der Fokus auf dem Thema Herausforderungen an die junge Generation. Die Filme des Festivals beschäftigen sich neben Umwelt- und Artenschutz auch mit persönlichen Problemen wie dem Umgang mit Trauer und der Frage nach der eigenen Identität. Ganz interessant finde ich eigentlich immer die Filme, die zeigen, die Jugendliche, Kinder zeigen, die von ganz weit herkommen, aber Probleme dann doch relativ gleich sind oder man Identifikationsmomente finden kann. Das finde ich persönlich eigentlich immer ganz spannend. Genau das passiert auch im Film City Plaza Hotel. Er begleitet ein geflüchtetes Mädchen aus Afghanistan, das mit vielen anderen Geflüchteten in einem Hotel zusammenlebt. Afghanistan, Syrien, Iran, Kurdistan, Irak. Mit einer ungewissen Zukunft und ohne jegliche Perspektive wünscht sie sich manchmal, gar nicht mehr älter zu werden. Sie findet ihre ruhigen Momente auf dem Dach des Hotels. Die Geschichte ist wie in vielen anderen Dokumentationen aus dem wahren Leben gegriffen. Gerade dabei stellen sich den Filmemachern aber Schwierigkeiten in den Weg, die nicht leicht zu überwinden sind. Im Dokumentarfilm ist es, man kann nie so vorher planen, also wohin geht die Reise, manchmal ist es schwierig, man weiß nicht, was danach passiert, das haben wir in dem Beispiel gesehen mit dem geflüchteten Mädchen aus Afghanistan, also als Dokumentarfilmer weiß ich im Endeffekt gar nicht, was passiert nach den 6 Monaten, wie kann ich dann noch weiter filmen. Und ganz besonders ist natürlich auch, dass Rechte von Kindern und Jugendlichen auch noch geschützt werden müssen. Dennoch gelingt es immer wieder, hochwertige Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Der Film City Plaza Hotel wird neben vielen weiteren während des Docs-Festivals präsentiert. Und auf weitere Filme kann man sich in der Duisburger Filmwoche freuen. Die findet nun erstmals unter der Leitung von Gudrun Sommer und Christian Koch statt. Ja, und genau dieser ist heute bei uns zu Gast im Studio und kann uns verraten, welche Neuerungen bei den diesjährigen Filmfestivals erwartet werden dürfen. Herzlich willkommen, Herr Koch, schön, dass Sie heute bei uns sind. Dankeschön, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir haben gerade einen Beitrag gehört, Sie und Gudrun Sommer, Sie werden die diesjährigen Filmfestivals leiten, also das Docs Filmfestival und die Duisburger Filmwoche. Wie sehr freuen Sie sich über diese neue Aufgabe? Ja, ich hätte sie, glaube ich, nicht angetreten, wenn ich mich nicht darauf freuen würde, ne? Also als ich darauf angesprochen wurde, ob ich das vielleicht mir vorstellen könnte zu machen, war das für mich schon eine große Freude. Und je mehr wir jetzt so im Jahr den Festivals näher rücken, desto spannender wird das auch für mich. Ne? Weil vorher war es schon noch ein bisschen eine abstrakte Größe für mich, weil ich vorher nicht für Filmfestivals gearbeitet habe. Aber jetzt fange ich so langsam an zu begreifen, worum es geht. November dauert es nicht mehr so lange. Ist nicht mehr lang. Ja. Was reizte Sie besonders daran, künstlerischer Leiter von den Duisburger Filmwochen zu werden und vom Docs Filmfestival? Das ist so eine Frage, wie man künstlerische Leitung versteht. Ne? Also für mich ist das eine Aufgabe, das ist im Wesentlichen eine Vermittlungsaufgabe und die Aufgabe, Freiräume zu schaffen für künstlerische Arbeit, wenn man so will, und die Rezeption, also die Wahrnehmung von so einer Arbeit. Ne? Dafür arbeite ich gern, kann man sagen. Und gerade in diesem Fall ist das was ganz Besonderes, weil beide Festivals einmalig sind in ihrer Art und in Duisburg stattfinden, einer tollen Stadt. Ne? Werner Rutischka, der hat ja vorher die Duisburger Filmwoche geleitet, 34 Jahre lang. Was wird sich verändern unter Ihrer Leitung? Oder wird sich überhaupt was verändern? Ich glaube, das wird man am Ende des Jahres sagen können. Also es ist so, dass ich den Werner Rutischka lange kenne als Festivalleiter, den immer sehr bewundert habe, seine Arbeit, die Konsequenz, mit der er das vorangetrieben hat. Er und Gudrun Sommer und ich sind wir. Und dadurch wird sich einfach was verändern. Das ist sicherlich so die grundlegende Struktur der Filmwoche. Die von Docs sowieso nicht, aber die von der Filmwoche wird sich auch erstmal nicht verändern. Wir werden da so bei bleiben. Dadurch, dass Sie eben die Duisburger Filmwoche und das Docs Festival leiten, werden die wahrscheinlich ein bisschen enger verbunden sein als vorher. Auf jeden Fall durch das Personal, das dann arbeitet, weil wir gemeinsam das Festival leiten und auch andere Mitarbeiter,
die mit uns zusammenarbeiten, für beide Festivals arbeiten. Das alleine erleichtert schon viel, das schafft eine gegenseitige Sichtbarkeit. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt mal auf das Programm schauen vom Docs Film Festival, es heißt, dass die 18. Ausgabe Filme präsentiert, die Verantwortung übernehmen. Inwiefern werden die das tun? Ja, das ist ja eine interessante Formulierung, Filme, die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, sie animieren dazu, Verantwortung zu übernehmen in verschiedenen Bereichen. Sie zeigen Situationen, in denen Menschen Verantwortung übernehmen und sie sind dadurch natürlich irgendwie auch ein Vorbild für Menschen, die diese Filme dann sehen in irgendeiner Weise, erfüllen in gewisser Weise eine Vorbildfunktion. Und das sind die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche, in denen man Verantwortung übernehmen sollte, kann. Welche zum Beispiel? Ich könnte mir vorstellen, dass Klimawandel da ganz vorne mit dabei sein wird, oder? Ja, sicherlich, sicherlich. Also es gibt speziell einen Film, ich glaube, man hat gerade einen Ausschnitt auch daraus gesehen, mit einem großen Nashorn. Mhm. Ja, das ist ein nördliches Breitmaul-Nashorn, das in dem Film Last Mail on Earth von Floor van der Meulen, einer niederländischen Filmemacherin, zu sehen ist, das eigentlich von dem Filmteam beim Sterben begleitet wird. Das ist das letzte seiner Art, deswegen auch Last Mail on Earth, der letzte männliche seiner Art. Man kann da drin natürlich sehen, was mit der Natur gegenwärtig passiert. Und das ist ein wichtiges Thema, gerade für junge Menschen, das sieht man überall. Und auch das sieht man natürlich auch auf einem Filmfestival wie diesem. Ja. Haben Sie einen Film, auf den Sie sich persönlich am meisten freuen? Haben Sie so einen persönlichen Favoriten? Ich habe drei mindestens. Es ist immer so ein bisschen gemein, der Juryentscheidung vorzugreifen. Ich kann natürlich sagen, wir haben da eigentlich alle drei gerade im Film gesehen. Das sind auch Filme, die wir heute in der Pressekonferenz mal vorgestellt haben, um so ein bisschen exemplarisch zu zeigen, was Dokumentarfilm für Kinder und Jugendliche sein kann. Alle Filme in diesem Programm verdienen es, angeguckt zu werden, auf jeden Fall. Mhm, ja. Was kann man denn neben dem Zeigen von Filmen noch bei den Duisburger Filmwochen und beim Docs Filmfestival erwarten? Ja, das Docs Festival hat eine sehr komplexe und vielfältige Programmstruktur, die man vielleicht in der Woche während des Festivals gar nicht so sieht, sondern eher Ergebnisse davon, weil es da schon darum geht, die Filme zu sehen und sie zu diskutieren. Das ist auch besonders, dass also den ähnlich wie beim Erwachsenenfilmfestival, beim sogenannten Erwachsenenfilmfestival, jedem Film der Raum gegeben wird, darüber intensiv mit den Filmemacherinnen zu sprechen. Aber außerhalb des Festivals gibt es eine Vielzahl von Kooperationen und Projekten, die Docs durchführt. Das reicht von einem Workshop mit Filmemachern, der sogenannten Doku-Klasse, in der unterjährig junge Erwachsene, Jugendliche mit Filmemachern im Entstehungsprozess von Filmen diskutieren darüber, also über den Stoff, über die Entwicklung des Stoffs, aber auch über den, zum Beispiel eine Schnittfassung, ob die so ankommt bei den jungen Leuten. Das sind ganz spannende Projekte, viele. Also es gibt sehr viele Aktivitäten, die jetzt, glaube ich, alle aufzuzählen, wir mit dem Rahmen der Sendung sprechen. Dann gehen wir lieber zur anderen Frage über. Und zwar gibt es das Docs ja schon seit 18 Jahren. Die Frau Richtig. Sommer, die das leitet, hat das ja auch gegründet. Mitgegründet, ja. Genau. Und das möchte halt unter anderem dokumentarische Filmkultur für die nächste Generation greifbarer Richtig. Machen oder für die junge Generation. Mhm. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist das? Ich halte das für enorm wichtig. Also nicht nur aus Eigeninteresse, aus der Perspektive eines Festivalleiters für ein Erwachsenenfilmfestival, was natürlich irgendwie eine relativ einfache Begründung dafür ist, dass man junge Leute braucht, die auch in Zukunft das Festival besuchen. Aber ich glaube, dass Docs auch einen ganz wichtigen Auftrag erfüllt im Hinblick auf die enormen Herausforderungen, vor denen junge Leute stehen, die heute in dieser Gesellschaft, in der Mediengesellschaft, wie wir sie so nennen, aufwachsen, mit einer Flut von Bildern digitaler Art, weitgehend völlig unkontrolliert. Und ich glaube, die Aufgabe von solchen Festivals wie Docs ist, Jugendlichen erstens alternative Bilder zu zeigen, also Bilder, die anders funktionieren und die das Bewusstsein dafür schärfen, wie solche Bilder überhaupt gemacht werden und entstehen. Und so die eigene Position der Jugendlichen stärkt in dem Prozess des Verstehens von solchen Medienprozessen. Mhm. Das, glaube ich, ist eine wichtige Vermittlungsaufgabe, die das Festival da wahrnimmt. Zuletzt noch kurz die Frage, ich habe in einem Interview gehört, Sie haben gesagt, Sie haben sich vorgenommen oder das Festival muss sich aus der Stadt heraus weiterentwickeln. Wie möchten Sie das realisieren? Beide Festivals, aber Docs tut das schon natürlich sehr stark, weil es halt in der Region, in Duisburg selbst, aber auch in der Region, im ganzen Ruhrgebiet viele Kooperationspartnerschaften schon eingegangen ist. Das wollen wir mit der Filmwoche auch verstärkt tun. Wir wollen auch einfach durch verschiedenste Maßnahmen mehr Aufmerksamkeit für das Festival in Duisburg erreichen, weil es doch in der Vergangenheit stärker als ein branchen- und fachspezifisches Festival wahrgenommen wurde. Überregional sehr bekannt, aber in Duisburg gar nicht so.
Und das wollen wir gerne ändern. Mhm. Und das meinten wir im Wesentlichen damit. Ne? Wir wollen uns öffnen für Leute, die einfach vorbeikommen und Lust haben, Filme zu gucken. Dann wünsche ich Ihnen für Ihre ersten Duisburger Filmfestivals ganz viel Erfolg und bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren, Herr Koch. Ja, danke für die Einladung nochmal. Sehr gern. Danke. Und wir, liebe Zuschauer, machen jetzt eine ganz kurze Pause. Wir sind aber gleich wieder zurück und dann geht es noch unter anderem um eine junge Frau, die mit uns über ihre Essstörung gesprochen hat. Also bleiben Sie dran. Alle 11 Minuten verliebt sich jemand in eine neue Immobilie. Sind Sie auch auf der Suche?